Weißt du, da stürzt das scheiß Spiel ab. Oder er tötet uns, weil wir irgendeinen Scheiß machen vor irgendwelchen Blähfliegen. Jetzt halt kommen wir wieder rein, mussten alles nochmal machen. Hier ist das übelste Unwetter, dass du dir denkst, gleich wirst du vom Blitz erschlagen. Wo führt denn das hin? Ja, selbe Blähfliege nochmal. Und diesmal bitte nicht abstürzen. Abgefahrene Scheiße, ey. Sowas passiert auch nur mir, ey. So, was habt denn ihr hier für einen lustigen Turm? Hallo? Was habt denn ihr hier für eine coole Station, Mann? Hier ist ja Festtagsbeleuchtung. Wie sie sich, glaube ich, alle verbarrikadieren hier wegen diesem scheiß Unwetter. Ich kann es ihnen nicht verübeln, ne? Hallo, wo ist denn hier der Eingang? Ah, hier. Hallo, Katze. Guten Tag. Was geht bei euch so? Entschuldigung. Salz aus. Das ist nah, du solltest bald wieder nach Diamond City gehen. Wir sind eine friedliche Farm. Ich kümmere mich drum. Worauf wartest du noch? Schon gut. Ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt. Wir sind bewaffnet. Also mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein. Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tätos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Ja, cool, hab ich auch noch. Nephi. Bist du neu im Commonwealth? Ja und nein. Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ach, da freut er sich auf einmal doch. Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Was? Den ganzen Tag im Dreck wühlen? Nein, danke. Dann bist du wohl ein klügerer Mann als ich. True. Noch einen Rat. True. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Leider ja. Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Diese verdammten Raider, Mann. Jetzt sind wir hier. Können wir was tun? Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Alles klar, Chuck Norris. Machen wir so. Keine Sorge. Ich beschaffe dir das Medaillon wieder. Gut. Conny glaubt, dass es ein Teil von Mary ist. Ich glaube, sie wird keine Ruhe finden, solange es verschwunden ist. Ich beschaff's dir wieder. Diese Raider schlachten wir alle ab, bis diese ganze Welt frei von Raidern ist. Hab ich einen Hass auf diese Typen. So, wozu müssten wir da hin? Hier müssen wir anbauen. Das Kupfer hätten wir jetzt. Und der Rest ist... Ach hier, ach Gott! Bei dieser Station waren wir schon mal! Könnt ihr euch erinnern? Bei dieser Station waren wir schon mal und wir sind mit diesen riesen Satelliten, wir sind da hingekommen und wurden sofort angegriffen. Könnt ihr euch erinnern? Das war ziemlich am Anfang. Jetzt können wir hier aufräumen. Interessant. Na, das können wir doch gerne mal machen. Und sie sieht ehrlich gesagt so ein bisschen aus wie meine Frau am Anfang. Die Nora. Ich erinnere mich nur zu gut. Ich war da und wollte ganz friedlich sein und dann haben die mich hier gefühlt alle erschossen. Na, dann will ich denen doch mal zeigen, dass wir denen die Stirn bieten können mittlerweile. Wir sind dann nämlich weggegangen von denen, weil das schon, sagen wir mal, etwas heftig war. Wir haben nur noch 3 Stimpacks, das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Aber ansonsten, mein Gott, müssen wir halt mal ein bisschen Wasser trinken und so eine Scheiße. Ich reiß dir deine verdammte Kehle raus. Wie bitte? Wer hat das gesagt?
Spinne ich? Wer will mir meine Kehle rausreißen? Also dieses Kackgehäuse, das habe ich ja schon gesehen. Warte mal, das müssen wir anders machen. Da oben ist ja tatsächlich jemand drin. Sag mal, hier haben wir doch einmal diesen einem Dude geholfen. Was ist hier denn passiert? Raider-Abschaum. Was ist denn hier passiert? Warum sind jetzt hier überall Raider? Hier war doch mal einmal dieser lustige Kollege, mit dem wir da zusammengearbeitet haben. Alter, wo hier überall Leute sind? Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Penner. Ist es nicht? Du, ich glaube, ich werde gewinnen in diesem Einzelduell. Das ist ja hoffentlich klar, oder? Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Ein Schuss noch, Baby. So. Da ist ein anderer Wauzi. Habt ihr hier irgendwelche Raider in dieses Gebiet mittlerweile eingenommen? Wo seid ihr denn? Warum sind hier denn überall Leute? Geht denn hier ab, Mann? Ich freue mich über das Stimpack, ey. Sag mir nicht, die haben den Typen jetzt hier einfach... Ich weiß, warum ich die Raider hasse. Die haben jetzt den Typen nicht einfach umgebracht, den mir damals hier geholfen haben, oder? Das wäre ja krass. Wir haben dem damals geholfen, sein Leck zu, zu schließen. Hier drüben. Alter, das sind ja noch übelst viele. Mal, geht dem mal nicht auf den Sack. Übelst viele von denen, ey. Meine Augen hat das gesagt. Okay, cool. So geil. Wo sind denn hier überall mittlerweile Leute? Jawoll! Mit Crocker Team ist alles einfacher. Was geht denn hier ab, Mann? Wieder lebt noch. Das gibt's doch nicht. Danke, Exostar. GZ zu der HCK-Follower. Mach weiter so. Du, machen wir auf jeden Fall. Dankeschön. Schon gesehen, die haben wir heute geknackt, die 18.000 Follower. Nicht, wie viele Leute gibt es denn hier noch? Da unten gammelt einer. Wenigstens zählen hier mal Headshots, ey. Dann haben die wahrscheinlich hier alles aufgeräumt, die Raider-Psychos. Wo rennt er hin? Und irgendwen gibt es dann noch. Was wollt ihr denn von mir, ey? Ist ja richtig lästig. Krass. Die haben das ganze... EC ist das, die haben das ganze Wasser abge...
Was zum... Die haben das ganze Wasser abgelassen, die Raider. Wie krass ist denn das? Wo sind denn die? Deine Mutter benutzt einen Stealth Boy. Was haben denn die hier angerichtet? Es ist eine krasse Scheiße. Ich möchte fast wetten, dass ich mir hier meine Zeit gar nicht verschwenden muss. Weil ich hier früher oder später nochmal hinkomme. Die können doch unmöglich dieses Gebiet hier verändert haben, ohne dass es in irgendeiner Quest endet. Wie sich hier alles geändert hat, das ist ja mega krass. Wenn ich euch leichter sehen würde, könnte ich ja... Alter, das ist ja krass. Hier haben wir die ganzen Lecks dicht gemacht. Ah, da hinten. Ganze Lecks leer gemacht für den... Schaut mal, da unten läuft auch noch wer. Was hier passiert ist... Ah, das sind einfach viel zu viele, Mann. Dass ich mich jetzt hier einfach so rum mit beschäftige. Und die ganze Action... Da hinten ist ja noch mal einer. Das gibt's doch nicht. Komm raus, Mann. Scheiße, sind wir verjagt. Wie verjagt? Scheiße, was war das? Ja, es hat ganz gut geklappt. Ich habe zweimal ganz gut getroffen, muss ich sagen. Kommst du jetzt echt hier hochgerannt? Okay. Du, gerne. Ich komme dir entgegen. Arschloch. Und jetzt hat es sich eigentlich auch schon wieder gelohnt, dass wir hier aufgeräumt haben. Mehr Intelligenz, meine lieben Freunde. Mal noch zweimal Intelligenz, dann kann ich mich wieder um was anderes kümmern. Aber jetzt mal erstmal Intelligenz voll. Irgendwie bin ich ja doch jetzt verleitet, da einfach runterzugehen und alles zu töten, ey. Einfach nur scheiß Raider, Mann. Irgendwie habe ich glatt Lust drauf. Und wir könnten hier ziemlich coolen Scheiß finden. Das ist doch scheiße. Oh, wir können hier richtig geilen Scheiß finden. Was ist scheiße? Ist da oben noch wer? Haben wir da oben jemanden erwischt von? Ich weiß, ich wollte da überhaupt nicht hin jetzt, aber... Das ist jetzt eine sehr interessante Sache. Sag mal, wo geht's denn hier lang? Krass. Dann haben die wahrscheinlich den Typen einfach erlegt und haben sich jetzt hier so einen fetten Bau angesiedelt. Ach du Scheiße, es ist vor allem so riesig. Vielleicht muss ich das doch jetzt erstmal skippen. Das ist mega krass. Ich glaube, wir lassen das jetzt mal lieber. Das mündet garantiert in irgendeiner anderen Questgeschichte. Und dann habe ich da schon ziemlich viele aufgeräumt. Dann muss ich mich nur noch mit denen da unten beschäftigen. Gehen wir mal lieber hier lang, bevor wir jetzt auch gleich keine Munition mehr haben. Denn das hat nämlich auch tatsächlich gerade viel Munition gekostet. Oh, oh, was war das? Moment mal, Intelligenz lieber auf 9 wegen der Intelligenz-Wackelpuppe. Auf was haben wir es denn jetzt? Wir haben es doch auf 9. Also auf 9 lassen, oder was? Okay, der Köter hält sehr viel aus. Den müssen wir mal hier ein bisschen anders.
Das war mein Hund. Und das ist ein toter Hund. Okay. Und da oben geht's ja auch schon los. Oh nee. Es geht los, Mann. Es geht los. So. Ach, na klar. Die Maulwürfe kommen auch noch. Jo, wie sieht das denn aus? Aber mit euch muss ich mich jetzt echt noch am wenigsten... Alter, wirklich? Quatsch. Reicht auch. Ja, der hatte eine Hunderüstung, der Kampfhund. Aber leider kann ich die nicht looten oder so. Doch, kann ich doch. Oh. Kann ich die jetzt meinem Hund anlegen, tatsächlich? Nicht, dass der Wauzi dann recht schön ausschaut, aber... Warte mal. Hey. Warte doch mal. Warte da. Nein, du sollst mich folgen. Aber was ist, wenn ich ihm jetzt gebe? Nee, ne? Hey. Komm schon. Wo sind denn die anderen jetzt hier? Zeit, sie fertig zu machen. Meinst du? Echt daneben? Nee. Wo seid ihr denn? Ach, ich muss da rein. Na, super. Na, das kann ja was werden. Ist da irgendwas Hübsches dabei? Hast du hier ganz alleine das hier bewacht, oder was? Was kaufe ich denn hier ab? Ganz alleine? Hast du hier Wache geschoben? Na, mein Beileid. Das kann ja nichts für dich werden. Hm. Dann gehen wir wohl mal rein. In die gute Stube. Und räumen hier mal auf. Und holen uns das Medaillon. Ne? Aha, jetzt geht's also rund. Halleluja.